Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle wieder da seid bei einer neuen Folge aus unserem Homeoffice-Interview. Unser Gast heute ist der Darko Kazin von Allegra. Allegra entwickelt Mountainbike-Destinationen eigentlich alpenweit, weltweit. Und mit uns Bike-Hotels sowie mit der Sissi Bersch und der Christina Kulling macht er auch die E-Mountainbike-Studientage. Die wären heuer im März vorgesehen gewesen und die mussten wir leider stornieren. Darko, wie geht es dir? Michi, mir geht's gut, danke. Darko, etwas, was ich mich immer schon gefragt habe, kannst du mir jetzt beantworten. Also, wenn es eine Mountainbike-Destination zu entwickeln gilt, also jemand kommt zu euch und will eine Mountainbike-Destination entwickeln, wer ist das überhaupt? Ist das immer ein Tourismusverein, ein Verband, eine Bergbahn? Oder kann da auch mal eine kleine Community zu euch kommen und sagen, wir brauchen was? Es gibt alles. Es gibt alles. Das ist ganz unterschiedlich. Und auch wenn man schaut in den Destinationen, die sich heute entwickelt haben, die Initianten waren ganz unterschiedliche. Zum Teil war das die Bergbahn als meistens großer Spieler in einer Destination. Zum Teil ist es ein TVB. Manchmal ist es auch eine Region. Manchmal ist es aber auch tatsächlich vielleicht ein Verein, lokale Initianten, die einfach aus purer Leidenschaft das anreißen. Manchmal ist es Standortförderung und und nicht zu knapp, manchmal sehr oft kommt die Initiative von Hoteliers, die selber den Markt entdecken, ihr Angebot anpassen und irgendwann merken, oh Moment, um wirklich so ein ganzes Angebot zu haben für eine Destination, brauche ich mehr Mitspieler. Und das sind dann oft die Initianten. Also zum Beispiel in Livigno ganz früh hat das alles mit einem Bike-Hotel angefangen, bevor es auf die Destination überschwappte und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass die Erwartungen eines Tourismusverbands nicht dieselben sind wie die Erwartungen der Bike-Community vor Ort, der Locals vor Ort. Matchen diese Erwartungen überhaupt? Oder kannst du sagen, da gibt es eigentlich fast mehr Konfliktpotenzial zwischen Tourismusverein und Bikern als jetzt vielleicht mit anderen Grundstücksbesitzern, was auch immer? Nein, das größte Konfliktpotenzial ist nicht da. Es ist aber auch ein Konflikt, weil es ist tatsächlich ein Unterschied, ob ich ein Mountainbike-Angebot entwickle für einen bestehenden Gast oder einen Gast, den ich vielleicht in Zukunft gerne hätte, oder für die lokalen Biker. Und die lokalen Biker sind ja sehr oft auch nicht homogen. Da gibt es Unterschiede. Wer sind dann die lokalen Biker? Die haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und in dem Spannungsfeld arbeiten wir eigentlich immer. Und das sind ja daneben, das ist erst dann Tourismus und Biker. Dann gibt es ja noch Jagd, Forst, Grundeigentum, Naturinteressen, lokale Interessen, externe Interessen, Landwirtschaft. Es ist schon immer eine Balance, da den richtigen Mix zu finden, den richtigen Kompromiss. Aber zu viel Kompromiss kann natürlich auch den Wert eines Angebotes am Schluss in Gefahr bringen, dass man einfach sagt, okay, jetzt haben wir zu viel Kompromiss, dieses Angebot ist jetzt für niemanden mehr. Aber es ist schon nicht so, dass ein touristisches Mountainbike-Angebot, dass die lokalen Biker einfach grundsätzlich jubeln, weil sie natürlich eigene Bedürfnisse haben. Darko, glaubst du, dass Corona den Mountainbike-Tourismus und den Tourismus im Allgemeinen verändern wird? Dass er sich 2020 verändern wird, ist irgendwo klar, weil ja eben die gewissen Einschränkungen einfach da sind und da sein werden. Aber wenn du jetzt vielleicht an nächstes Jahr denkst, siehst du da irgendwo Veränderungen und welche? Ja, in jedem Fall. Man kann das natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Natürlich der unmittelbare ist der wahnsinnige wirtschaftliche Impact, den diese Krise auf die Tourismuswirtschaft hat. Das wird den Mountainbike-Tourismus natürlich auch betreffen, auf allen Ebenen. Das wird, glaub ich, der ganze Impact davon, der wird uns erst so in einem halben Jahr langsam klar, wir können den allen noch nicht so begreifen. Ich habe das Gefühl, der wird große Veränderungen mit sich bringen. Mittelfristig glaube ich aber auch, dass
diese Corona-Krise ein Beschleuniger ist, ein Katalysator für gewisse Entwicklungen, die sich abgezeichnet haben. Also ich glaube, dieses Bedürfnis nach Natur, rausgehen und schlussendlich auch irgendwo von sich selber spüren. Also wir nennen das im Mountainbike-Kreisen Flow. In der das Zukunftsinstitut nennt es aktuell Resonanz. Aber eigentlich geht es einfach darum, dieses Mountainbike als Mittel, um sich selbst zu spüren, um halt wieder zu erfahren, dass das Leben drin stattfindet und nicht draußen, das wird sich beschleunigen. Und dieser Aspekt wird dann Wert gewinnen im Mountainbike-Tourismus, aber auch im Tourismus allgemein. Was das dann wiederum für Folgen hat, wirtschaftlich ist extrem schwer abzusehen. Wir sind natürlich im Mountainbike-Tourismus schon in einer Phase der Expansion, sehr viele Mitspieler und wahrscheinlich kommt es schon auch so als Gesamtmarkt zu einer Konsolidierung. Also die Destinationen, alle Leistungsträger werden jetzt gezwungen, sich noch mehr zu spezialisieren und da werden einige dann noch mehr auf Mountainbike setzen oder ganz auf Mountainbike setzen und andere, die Mountainbike ein bisschen machen, werden vielleicht auch wieder Mountainbike auf die Seite schieben. Das ist, glaube ich, das, was vor uns liegt.